Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar hat mir der Löwe Verlag dieses Buch hier einfach zugeschickt, unangefragt. Und ich habe mir aber gedacht, es klingt eigentlich echt richtig, richtig spannend. Und deswegen habe ich es auch gelesen. Und deswegen dachte ich mir, stelle es euch auch mal vor. Und ja, wie mir die Ellingham Academy, was geschah mit Alice, denn im Endeffekt jetzt gefallen hat, das verrate ich euch jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie ich bereits eben schon sagte, habe ich dieses Buch vom Verlag einfach zugeschickt bekommen und habe dann hinten so den Klappentext gelesen und dachte, ja, es klingt doch eigentlich ganz interessant. In diesem Buch geht es um Stevie und Stevie ist ein riesiger Sherlock Holmes Fan und ein Mädchen, sie heißt eigentlich Stephanie. Und Stevie hat einen Traum, sie möchte gern später mal beim FBI als Kriminologe arbeiten und Fälle aufklären und ja. Stevie hat auch einen geheimen Wunsch, sie möchte gern mal eine Leiche finden und halt diesen Fall dann auch aufklären. Und für Stevie wird jetzt ein Trauma, denn sie kommt an die Ellingham Academy. Die Ellingham Academy ist eine Academy, die jedes Jahr nur 50 Schüler aufnimmt und auch nur 2 Jahrgänge hat, also die 11. und die 12. Klasse, denn die Ellingham Academy ist eine ganz, ganz besondere Schule. Ist sie eine Privatschule, die komplett finanziert wird, das heißt, die Schüler brauchen kein Geld als Schulgeld bezahlen, sie kriegen alle Materialien, die sie für den Unterricht brauchen, gestellt. Und diese Schule vermittelt auch eine ganz, ganz besondere Lernweise. Jeder Schüler kann sich auf sein Spezialgebiet quasi konzentrieren, hat nebenbei halt noch so ein bisschen anderen Unterricht, wird aber in seinen Stärken gefordert. Und Stevie hat sich an dieser Schule beworben und ist an dieser Schule angenommen worden. Und Stevie ist ein ganz, ganz großer Fan der Ellingham-Verschwörung. Denn die Schule wurde in den 30er Jahren gegründet, wie gesagt, von Albert Ellingham. Und ja, er ist einer Entführung zum Opfer gefallen. Also nicht er direkt, sondern seine Frau und seine Tochter. Und Stevie ist total fasziniert von dieser Entführungsgeschichte. Und ja, dieser Fall ist immer noch nicht hundertprozentig geklärt und gelöst. Und Stevie möchte herausfinden, was genau da dahinter steht und möchte diesen Fall lösen. Und da sie jetzt an diese Schule kommt und natürlich auch alle zur Verfügung stehenden Mittel bekommt, ist für sie ein riesiger Traum. Und ja, in diesem Buch ist dann im Endeffekt die Frage zu klären, wird Stevie diesen Fall aufklären können aus den 30er Jahren? Und ja, wie ist diese Schule überhaupt? Erfüllt sie ihre Erwartungen und was erlebt Stevie da alles? Und ja, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Es passiert dann auch noch ein Mord in der Gegenwart quasi, den Stevie noch aufdecken möchte. Und das ist der erste Teil auf jeden Fall einer entweder Dilogie oder Trilogie. Ich weiß es gerade im Moment ehrlicherweise gar nicht. Ich habe da noch gar nicht weiter nachgeguckt. Ja, ich muss sagen, das Buch hat richtig gut angefangen von der Handlung her. Es war spannend aufgemacht und erzählt. Man hatte immer wieder Rückblenden drin in die 30er Jahre, wo die Schule eröffnet wurde. Man kriegt Szenen gezeigt, wo man rausnehmen kann, was ist damals passiert, wo man sich so selber so Stück für Stück alles zusammensetzen kann, wo man sich ein Bild machen kann von den Leuten von damals. Und dann hat man halt die Geschichte in der Gegenwart von Stevie. Und die erste Hälfte von diesem Buch fand ich auch richtig gut, die hat mir sehr gut gefallen, die Geschichte hat ein gutes Tempo gehabt, ich mochte die Charaktere, es hat für mich einfach alles gepasst. Dann kam mir kurz nach der Mitte dieser Geschichte an einen Punkt, wo ich mir dachte, was soll das? Warum ist das jetzt in dieser Geschichte drin? Das ist absolut unnötig. Ich möchte hier nicht zu viel verraten, deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, um was es dabei genau geht. Aber ich habe mir bei dieser Einwendung einfach nur gedacht, das ist total überflüssig. Warum packt die Autorin das jetzt da rein? Weil es einfach quasi zum Baukastensystem von dieser Geschichte gehört. Ich fand es einfach nur unnötig und das hat für mich dann auch so ein bisschen das ganze Buch kaputt gemacht, denn um diese eine Sache, die dann da reingequetscht wurde, wurde dann halt auch sehr viel Aufheben gemacht und die Geschichte dann noch weiter drum herum gesponnen. Und ich habe das alles leider nicht verstanden, was dann so danach passiert ist. Es war für mich auch einfach alles nicht mehr so schlüssig und auch Stevie war dann für mich irgendwie komisch. Ich meine, sie hat den geheimen Traum, immer eine Leiche zu finden und dann sieht sie eine Leiche und kriegt sich quasi erstmal nicht mehr ein und ist total geschockt und entsetzt und was ja auch ein normales Verhalten ist, aber wo ich mir dann denke, ja, sie möchte das doch studieren, sie sollte doch da eigentlich gefasster sein und eigentlich auch ein bisschen tougher sein und das irgendwie auch anders wegstecken können und nicht so mimimimi sein wie alle anderen. Und das hat mich echt gestört, dass sie halt nicht tough genug war in dieser Situation, sondern dass sie genauso ausflippt wie jeder andere, obwohl sie das ja eigentlich will und eigentlich damit auch schon ihr ganzes Leben beschäftigt. Das hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst. Und wie gesagt, auch das, was dann so danach alles passiert ist, aufgrund dieser einen Situation, das hat mich echt extrem gestört, das fand ich richtig, richtig blöd. Und die Frage, was mit Alice geschah, kriegen wir in diesem Buch hier auf jeden Fall nicht raus. Das wird dann wahrscheinlich erst in der Fortsetzung geklärt und das finde ich auch irgendwie blöd. Ich hätte es halt lieber gehabt, wirklich jetzt zu wissen, was mit Alice geschieht und dann im zweiten Teil den Mord aus der Jetztzeit aufgeklärt zu bekommen. Aber irgendwie ist beides noch nicht aufgeklärt am Ende von diesem Buch und dieses Ende ist auch so ein Ende wieder so mitten im Satz.
Das ist so ein ganz abruptes Ende. Und das hat mich auch extrem gestört an dieser Stelle. Manchmal stürzt mich ja nicht, aber an dieser Stelle hat es mich einfach extrem genervt. Weil ich halt einfach dachte, so, für was habe ich das Buch jetzt gelesen? Sie kommt halt in diesem Buch an diese Schule und versucht das halt aufzulösen. Am Anfang. Und das ist auch das Ende. Also, es passiert schon ein bisschen was in dieser Geschichte drum und dran, aber nicht wirklich viel. Und das hat mich echt genervt. Und wie gesagt, auch, dass Divya nicht so war, wie ich sie mir erhofft hatte, hat mich echt genervt. Und das hat auch meine Erwartungen dann ein bisschen zerstört. Und ja, ich glaube, dieses Buch ist halt auch wirklich für jüngere Leute gedacht. Ich denke, wenn man das so mit 12, 13, 14 liest, ist das völlig in Ordnung. Also dieses Buch können ruhig auch schon jüngere Leute lesen. Ich meine, da kommen zwar Leute um, aber es ist jetzt nichts extrem Brutales beschrieben oder so, dass irgendwem irgendwas... Naja, ihr wisst schon, es wird nichts Detailliertes beschrieben oder so. Von daher kann ich das Buch auch empfehlen, jüngeren Leuten zu lesen. Mich persönlich hat das jetzt leider nicht so begeistern können, denn wie gesagt, ab der Hälfte wurde das Buch für mich einfach nur unnötig an manchen Stellen und die Geschichte zog sich einfach so dahin und dann waren so viele Sachen, die einfach für mich nicht gepasst haben und ich fand es ein bisschen schade, weil das Buch hat für mich echt gut angefangen und die erste Hälfte mochte ich sehr, aber danach war es für mich leider eine Geschichte, wo ich sage, ja, es war so Mittelmaß, würde ich sagen. Es war keine Geschichte, die mich begeistern konnte, es war jetzt aber auch keine Geschichte, die extrem schlecht ist. Es ist halt so ein Buch, was so ein bisschen vor sich hin dümpelt und ich glaube, das liegt halt auch einfach bei mir daran, dass ich schon wieder so ein bisschen zu alt bin für diese Geschichte. Ich würde es definitiv jüngeren Lesern empfehlen. Was die Handlung betrifft, wie gesagt, dümpelte die Geschichte so eher so vor sich hin. Es ist nicht wirklich viel passiert, man bekommt so zwei, drei Sachen erklärt, aber das ist nicht wirklich viel und es passieren halt Sachen in diesem Buch, wo ich mir so dachte, so, das muss jetzt sein, weil, Fragezeichen, ich habe halt einige Sachen in diesem Buch nicht verstanden, warum es überhaupt drin vorkommt, weil es einfach für mich nicht zur Geschichte gepasst hat. Und was die Charaktere betrifft, wie gesagt, am Anfang mochte ich Stevie noch, aber nachdem sie dann ihre erste Leiche gefunden hat oder gesehen hat, sie hat sie ja nicht mal gefunden, sie hat sie ja nur gesehen, und sie da so abgegangen ist, dachte ich nur so, ich denke, die will Kriminologie studieren. Ich denke, die will hier wie Sherlock Holmes sein und Miss Marple. Und dann dreht die so durch, weil sie nicht mal eine komplette Leiche sieht, sondern nur die Beine von einer Leiche. Und da habe ich so gedacht, so, das passt für mich nicht zusammen. Und dann war sie für mich auch sehr mimosenhaft ab diesem Zeitpunkt und sehr, oh. Ja, nein, das hat für mich irgendwie alles leider nicht zusammengepasst. Ich meine, sie ist 16 Jahre alt. Sie ist noch sehr jung, aber für mich war es halt einfach nichts. Was die anderen Charaktere in diesem Buch betrifft, waren die für mich auch nicht wirklich greifbar. Also die Nebencharaktere, die in diesem Buch drin vorkommen, wie ihre Mitbewohner in diesem Haus, wo sie dann in der Ellingham Academy wohnt oder auch die Lehrer, das war mir für mich alles nicht so hundertprozentig, das war für mich alles sehr undurchsichtig irgendwie und das, die Charaktere konnten mir auch nicht wirklich nahegebracht werden. Also wenn jetzt jeder von den Nebencharakteren gestorben wäre, fände ich das nicht schlimm, weil ich keine emotionale Bindung zu denen aufgebaut habe und das finde ich irgendwie immer nicht gut. Ja. Also die Charaktere konnten mich leider auch nicht überzeugen, was das Setting betrifft, das fand ich ganz cool. Diese Schule in den Bergen von Vermont, mitten im Nirgendwo, das hat mir schon ganz gut gefallen. Und auch diese ganzen Sachen, die es um diese Schule drumherum gab und was es da zu entdecken gab, fand ich richtig cool. Da hat die Autorin sich auf jeden Fall was Cooles einfallen lassen. Also vom Setting her konnte ich mich nicht beschweren. Ich konnte mich auch in den Szenenbeschreibungen im Prinzip nicht beschweren. Da bin ich auch mitgekommen, da hat mich auch nichts durcheinander gebracht oder so. Aber das große Gesamtbild hat für mich einfach nicht gepasst. Was den Schreibstil betrifft, ist das ein guter Jugendbuch-Schreibstil. Man kommt gut durch die Seiten. Das Buch lässt sich echt schnell lesen. Es ist ein einfacher, lockerer, leichter Schreibstil. Wie gesagt, man stolpert nicht über irgendwelche Wörter oder Phrasen oder Metaphern oder so. Es ist schon alles beim Lesen klar. Aber wie gesagt, für mich hat halt das Gesamtbild irgendwie nicht gepasst. Das war meine Buchvorstellung zur Ellingham Academy. Was geschah mit Alice? Es würde mich wirklich interessieren, was mit Alice geschah. Aber ich habe gerade kein Interesse, irgendwie die Fortsetzung zu lesen, leider. Es tut mir sehr leid, dass ich das so sagen muss. Für mich war das Buch einfach zu unrund. Ansonsten, wie immer die Frage, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich würde es definitiv jüngeren Lesern empfehlen. Ich glaube, ich bin für dieses Buch einfach schon zu alt. Ich denke, dass so wirklich Jugendliche so mit 13, 14 echt Spaß haben könnten an der Geschichte. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!